Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Ja, mein Bruder zeigt mir hier gerade so Flasche, deswegen, er will, dass ich jetzt lache, aber das mache ich ganz sicher nicht. Ja, willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2 Part 7. Wenn ich das hier sehe, dann kann ich auch schon wieder gar nicht lachen. Weil ich bin ja gerade so erschrocken, das ist schon kriminell. Okay, ich muss in den Aufzug rein, aber gucken wir erstmal, was hier so los ist. Ne, da gucken wir nicht, was hier los ist. Da ist nämlich gar nichts los, hoffentlich. Was macht das? Was hat er gerade so gemacht schon wieder? Die Geräusche immer, das ist voll krank. Oh, jetzt kommt ein Speicherpunkt. Das ist unglaublich. Weil ich wollte im letzten Part schon Schluss machen. Da ging mir zu lang, da ist kein Speicherpunkt gekommen, aber jetzt kommt einfach ein Speicherpunkt. War ja so klar. Aber der letzte Part ging 20 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ja auch relativ egal. Das hält sich gerade noch so in Grenze, gerade noch. Wenn es jetzt 25 gewesen wäre oder so, das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Etwas zu viel des Guten. Nee. Ah! Oh! Shit! Was macht das so? Oh. War's das jetzt? Hoffentlich. Die hasse die Mischviecher, die machen nämlich die Necromorphs zu so. Ja, ich meine, die machen die Menschen zu Necromorphs, genau. Das war gerade ein normaler Mensch und da ist Munition rausgekommen. Ja. Ich muss da runter, okay, alles klar. Oh, was sind wir hier? Da können wir alles anhören, das machen wir einfach mal, würde ich sagen. 2214 machte ein Geophysiker namens Michael Ortman eine Entdeckung, die die Geschichte verändern sollte. In der Nähe der Halbinsel Yucatan legte er an der Einschlagstelle eines Meteoriten ein göttliches Alien-Artefakt frei, den Marker. Der Marker sprach zu Ortman und offenbarte ihm einen Plan, der die Menschheit vereinen und in eine strahlende neue Zukunft führen sollte. Cool. Hier, noch mehr Geschichte. Nachdem Michael Ortman seine Entdeckung kundtat, strömten die Menschen zu Millionen herbei, um mehr über den Marker und die Einheit, die er versprach, zu hören. Doch es gab auch jene, die sich von Ortmans Botschaft bedroht fühlten. Und so wurde Ortman am 15. März 2215 ermordet und wurde der erste Märtyrer der Church of Unitology. Ich bin ganz froh, dass ich den Untertitel reingemacht habe, weil ich glaube, das ist so leise, das hört man einfach nicht. Heute ist die Church of Unitology überall im erforschten Universum anzutreffen. Ihre Botschaft ist heute so stark und wichtig, wie sie schon zu Ortmans Zeiten war. Milliarden Gläubige finden sich in allen sozialen, ökonomischen und kulturellen Gruppen und jeden Tag werden es mehr. Ortmans Anhänger beweinten seinen Tod, fanden aber göttlichen Trost in seiner Botschaft der Einheit. Sie wollten nicht zulassen, dass die Wahrheit zum Schweigen gebracht wurde und gründeten alsdann die Church of Unitology, um seine Lehren in die Welt hinauszutragen. Oh, da ist wieder sehr viel Blut. Wie in jedem kleinen Winkel von Dead Space. Während wir auf die göttliche Konvergenz warten, ist es wichtig, unsere Beziehung zum Marker weiter zu fördern und die Zukunft zu verstehen, die er uns bringen wird. Der Marker appelliert an uns alle. Es ist unsere Pflicht, ihm mit einem offenen Herzen und Verstand zu begegnen. Ja, klar. Man sieht ja, was der Marker aus einem macht. Sich zu einer Anlaufstelle für all jene entwickelt, die hier ihren Glauben praktizieren und die Lehren verbreiten wollen.
kann sich mit einer der größten und schönsten Kirchen im Sonnensystem rühmen und richtet oftmals das alljährliche Unitology Enigma Symposium aus. Gut, dann hätten wir das alles auch mal angehört. Okay, ich glaube, ich sollte rennen. Er hat sie gefunden! Schnell in die Kirche! Kapitel 4. Dana, warum die Unitology-Kirche? Warum hier? Sie ist einer der wenigen Plätze auf der Titanstation, die Titan wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann. Nein, Dana, wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin. Das ist in der Kirche. Was ist das? Irgendwie muss man da so Pfeiltasche drücken, ich hab's aber nicht blickt, komisch. Willkommen bei der Church of Unitology hier auf der Titanstation. Wir freuen uns, dass Sie unserem Heiligtum, einem Ort des Lichts und der Hoffnung, einen Besuch abstatten. Unsere Führer werden Ihnen die Vorzüge unseres Glaubens zeigen und was für einen bedeutungsvollen und erhellenden Einfluss wir auf Ihr Leben haben können. Mit dieser Führung verpflichten Sie sich zu nichts. Bleiben Sie bitte allzeit bei Ihren Führern. Es wird gleich jemand bei Ihnen sein. Das will der Isaac bestimmt wissen. So, jetzt erfahren wir mal ein bisschen über die Kirche hier. Ist ja sehr wichtig, gell, Isaac? Ja, das haben wir schon gesehen hier. Ohne Bücherei. Ach du Scheiße! Das war sehr knapp. Nee. Nein! Nein! Das war's nicht. Nein! Wow! Oh! Ja! Stirb! Stirb! Oh! Nein! So, ein schöner Start in die Kirche. Ich glaube, ich gehe jetzt ab, jetzt nehme ich die Kirche. Oh Mann. Geradeaus, ja, das ist, glaube ich, der beste Weg. Ja, nur noch Blut, Arme, wo abgeschnitten sind, blutige Köpfe, der Tod, brutale Necromorphs. Das war wohl die Absicht des Markers. Stasi-Station, ich hab wohl Stasi.
Ich muss da rein, kann aber nicht. Da muss ich höchstwahrscheinlich da lang. Okay. Machen wir erstmal die ganze Teile hier weg. Ah. Okay, liegt hier irgendwo was? Ah, erstmal hier liegt hier was. Ein Textlog, okay. Ich hätte mal gern wieder ein Audiolog. Gut, ihr lässt einfach wieder, indem ihr einfach Pause drückt. Nehmen wir mal kurz den hier und machen den hier drüber rein. Ah, jetzt ist die Tür offen, alles klar. Ja, jetzt ist die Tür offen, ja. Sehr seltsam ist die Tür offen. Bitte ersetzen Sie im Verteilerkasten die Sicherung für die Tür zum Observationszentrum. Hab ich schon. Scheiße. Scheiße! Scheiße! Was? Oh! Ah! Ja komm, nur weil er die Arme verloren hat. Also nur wegen dem, da kann man noch ein bisschen rumrennen. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht so extrem gut. Ach so, jetzt bin ich nochmal hier am Anfang, alles klar. Gut, dann rennen wir nochmal schnell rein. Schnappen uns mal schnell das Teil. Wir wechseln gleich mal auf den Plasma-Cutter, weil mit dem kann man einfach besser zielen. So. Geh weg! Und auf ein neues! Boah. Aber gerade so, weil wenn ich jetzt nicht getroffen hätte, ja, dann wäre es ausgelöst. So. Komm schon. Oh. Auf den Kameras laufen bestimmt auch Necromorphs rum. Aber im Moment sehe ich keine. Naja, okay. Okay, ein Speicherpunkt. Gucken wir erstmal schnell hier rein in den Raum, was es hier so alles gibt. Oh, Schema. Was für ein Schema? Sicherheitsanzug. Den habe ich doch schon. Den habe ich doch gerade an. Gucken wir mal kurz, ob man was wegwerfen können. Warte, da hinten war bestimmt ein Shop oder sowas. Okay, da war nichts, da war eine Kiste. Was kriege ich eigentlich? Dreieck, oder? Ne, halt. Select, genau. Okay, ich habe sehr viel, was ich wegwerfen kann. Das Stasi-Päckle werfen wir weg. Ja, das nehmen wir ja schon mal. Diesen Anzug da. So, Sicherheitsanzug. Ne, Anzug Level 4, ach so. Ja, okay, dann speichern wir hier und beenden den Part. Bevor wir doch den geheimnisvollen Schacht durchgehen. So, ich bin da schon bei Kapitel 4. Und es hat extrem auf seine Art angefangen. Mal gucken wir mal, wie es in der Kirche weitergeht. Okay, also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Part. Also, ciao.